die Post war mal wieder da. So. Schauen wir mal nach, was da richtig drin ist. Kommt aus fernen Landen. Jawohl, aus ganz fernen Landen. Die Tüten sind innen drin nummeriert, das sehe ich von jetzt, von hier aus schon. Davon haben wir bereits ein Heft, ein Set. Das ist jetzt das zweite Set, was wir holen bzw. haben. Die anderen sind mir alle ein bisschen zu teuer. Ich zahle keine 150 Euro für so ein Eckhaus oder sowas. So, welches Haus ist es? Müsste hier hinten das sein. Das haben wir. Das hintere haben wir. Das haben wir in der großen weißen Kiste. Genau. Ja, so, und jetzt, ich glaube, das blaue müsste das sein. 27. Ist da was? Ich würde ja nachgucken, aber mein Handy habe ich gerade in der Hand. Schauen wir mal rein. Das muss auf der Bauanleitung stehen. Ja. Das blaue, wie ich sagte. Ja, genau. Das ist kein, sagen wir mal, Schrott, was andere so behaupten, sondern das ist das Original, nur nicht mit Karton. Und günstiger. Die anderen kommen auch alle aus China. Das auch. Haben wir noch bestellt vor dem 1. Juli, weil dann fällt ja vieles weg. Dann muss 19% bezahlt werden. Ja. Und das liegt halt unter der Grenze noch. Richtig. Gut, das war's dann für jetzt. Wir machen wieder eine Zusammenfassung. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Es regnet draußen in Strömen. Seht hier, wir haben es nicht extra nass gemacht. Nein, heute Morgen war der Postbote schon da. Da habe ich nachgefragt nach diesem Paket. Nee, habe ich nicht. Jetzt ist er gerade gekommen. Er hat es. Ein Paket von Bluebricks. Denn da haben wir eine Bestellung wieder aufgegeben. So, Leute. Gleich vorneweg. Wir haben gegen keinen Klemmbauhersteller irgendetwas. Ob es Bluebricks ist, Lego, Tsingbao oder Cumin. Wir lieben alle unsere Klemmbausteine. Nur wenn mit denen irgendwas nicht stimmt, dann werden wir das kritisch ins Auge fassen. So. Jetzt haben wir erstmal das Papier weggetan. Den Füllstoff. Das ist for you. Lass mich raten, ich sollte wieder bezahlen, dabei ist es schon bezahlt. So. Müllwagen. Denn wir wissen nicht, wohin mit unseren gelben Säcken. Dutzchen. Der grüne Punkt in dem gelben Sack ist sowas Widersinniges. Naja, muss man mitleben. So. Die Nachfrage ist groß nach den Kutschen. Also haben wir dann mal gleich welche bestellt. Dann diese kleinen Sachen. Nicht da diese Braut und sowas, was wir letztens zusammengebaut haben. Sondern die Sachen hier. Das sind die normalen Blocks, keine Mini-Blocks, sondern ganz normal diese Deku-Figuren. Die finde ich gut. So. Und jetzt. Ja,
Dennis. Ganz neu bei Bluebricks am Augenblick, wann war es? Mittwoch, ne? Am Mittwoch wurde es vorgestellt, wir sofort bestellt. Heute haben wir Freitag. Das Ding ist da. Liefern tut Bluebricks sehr schnell. Und noch was, der Karton ist unbeschädigt. Die haben damit nicht Fußball gespielt. Ist alles okay. Alles okay. Aber auch wirklich alles. Ich bin zufrieden. Ja. Herrlich. Und ich weiß, was fehlt. Die kostenlose Tüte. Ja, vielleicht ist noch ein Gewirr da drüben drin. Keine Ahnung. Mal schauen. Gut. Wieder ein Teil vom Haul. Wird er in den nächsten Tagen zu sehen bekommen. Ciao.